Ihr seid neu an der Börse und möchtet euch mit Hilfe der Dividendenstrategie ein solides passives Einkommen aufbauen? Ich zeige euch in diesem Video, wie ich heute 50.000 Euro in Dividendenaktien investieren würde, wenn ich am Anfang meiner Investorenkarriere stehen würde und mir ein passives Einkommen aufbauen wollen würde. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ja, hi Leute, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Bestinvest. Mein Name ist immer noch Stefan und heute geht's mal um das Thema Dividenden oder besser gesagt um das Thema, wie würde ich ein Dividendendepot aufbauen bzw. welche Aktien würde ich als Kern meines Dividendenportfolios wählen. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, in welche Aktien ich 50.000 Euro investieren würde, um den Grundstein für ein solides Dividendendepot zu legen. Am Ende des Videos zeige ich euch dann auch noch, wie viel Dividende ihr mit diesem Depot erhalten würdet. Also fangen wir direkt mal an. Ich würde diese 50.000 Euro aufteilen in 5 Aktien und diese jeweils gleich gewichten, also jeweils 10.000 Euro pro Aktie. Noch ganz kurz ein kleiner Risikohinweis, das ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Vorgehensweise. Ihr müsst das natürlich auf jeden Fall selbst entscheiden. Unter die 5 Aktien hat es eine Aktie aus Großbritannien geschafft, eine aus Deutschland und 3 aus den USA. Die regionale Verteilung des Depots würde folglicherweise so aussehen: Wir hätten einen US-Anteil von 60%, auf Deutschland und Großbritannien würden jeweils 20% entfallen. Und somit würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zur ersten Aktie. Das ist die Aktie von British American Tobacco, zu welcher ich übrigens auch schon eine Analyse gemacht habe, die verlinke ich euch jetzt mal kurz hier oben. British American Tobacco ist einer der größten Tabakhersteller der Welt. Sie erhöhen seit 22 Jahren die Dividende. Die Wachstumsrate der Dividende lag in den letzten 5 Jahren bei 7,3% und in den letzten 10 Jahren bei 6,36%. Die Ausschüttungsquote bezogen auf den Free Cashflow liegt bei 64% und die aktuelle Dividendenrendite beträgt sagenhafte 7,63%. British American Tobacco zahlt die Dividende quartalsweise aus, und zwar in den Monaten 2, 5, 8 und 11, also Februar, Mai und so weiter. Die Tabakaktien sind im Moment nicht wirklich beliebt, aber es handelt sich im Prinzip um eine nicht sehr zyklische Branche. Die Umsätze sind relativ konstant und die Gewinne. Geraucht wird immer, auch wenn die Raucherzahlen langsam sinken, aber das tun sie schon seit Jahrzehnten. Deshalb würde ich hier mit dieser sagenhaften Dividendenrendite trotzdem BAT mit als einen Kern meines Dividendenportfolios mit reinwählen. Als zweite Aktie habe ich eine deutsche Aktie ausgewählt, und zwar die Münchener Rückversicherung. Diese erhöht die Dividende seit genau 0 Jahren, also letztes Jahr bzw. dieses Jahr wurde sie konstant gehalten, aber die Dividende wurde immerhin in den letzten 27 Jahren nie gesenkt. Die Wachstumsrate der Dividende in den letzten 5 Jahren betrug 4,13% und in den letzten 10 Jahren 4,08%. Die Ausschüttungsquote bezogen auf den Free Cashflow lag bei 19%. Und die aktuelle Dividendenrendite bei 4,08%. Ausgezahlt wird die Dividende nur einmal jährlich und das ist in der Regel im April. Noch kurz was zur Ausschüttungspolitik bzw. zur Ausschüttungsquote. Die Daten hier habe ich wie auch angegeben vom Aktienfinder. Ich habe mal bei Münchner Rück direkt geschaut, also die Ausschüttungsquote bezogen auf den Gewinn liegt in den normalen Jahren so bei 40-50%. Also was meine ich mit normalen Jahren? Einfach Jahre ohne irgendwelche Sondereinflüsse wie starke Belastungen durch Versicherungsschäden. Also ja, die Ausschüttungsquote ist ja auf jeden Fall in einem ordentlichen Rahmen. Und ich habe auch gelesen, dass die Münchner Rück plant, die nächsten Jahre die Dividende, wenn es geht, um 5% pro Jahr zu steigern. Also das ist schon auch nicht so schlecht. Das wäre sogar etwas mehr als das Wachstum der letzten Jahre. Und damit ist die Münchner Rück für mich eine solide Aktie aus dem Finanz- bzw. Versicherungsbereich. Aktie Nummer 3 ist die Aktie von Johnson & Johnson. Ich denke mal, ihr kennt das Unternehmen. Dazu habe ich auch letztens schon eine Analyse gemacht, welche ich euch wieder hier oben verlinken werde. Johnson & Johnson, einer der größten Unternehmen der Welt aus dem Medizintechnik-, Pharma- und Konsumgütergeschäft. Johnson & Johnson erhöht die Dividende seit unglaublichen 59 Jahren. Das Wachstum in den letzten 5 Jahren lag dabei bei 6,03% und in den letzten 10 Jahren bei 6,53%. Die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow bezogen beträgt 52% und die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,38%. Ausgezahlt wird auch quartalsweise in den Monaten 3, 6, 9 und 12. Ich denke, zu Johnson & Johnson muss man auch nicht so viel sagen. Meiner Meinung nach einer der stabilsten Konzerne der Welt, welcher global vertreten ist und unzählige Marken hat, die teilweise Milliardenumsätze machen.
somit eine ideale Ergänzung für den Kern unseres Dividendendepots. Aktie Nummer 4 ist die Aktie von Cisco Systems und ihr merkt es vielleicht schon, ich habe bei der Auswahl darauf geachtet, dass Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertreten sind. Cisco Systems ist dabei in der IT-Branche tätig und ist zum Beispiel bei Themen wie 5G oder Cybersecurity immer mehr im Kommen. Cisco Systems erhöht die Dividende seit 9 Jahren. Die Wachstumsrate der Dividende der letzten 5 Jahre lag bei 9,55%, die Ausschüttungsquote bezogen auf den Free Cashflow liegt bei 44% und die aktuelle Dividendenrendite bei 2,82%. Ausgezahlt wird wieder quartalsweise und zwar in den Monaten 1, 4, 7 und 10. Warum Cisco Systems? Nun ja, das Internet wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Cisco Systems bietet die Infrastruktur dafür und ist auch bei Zukunftsthemen wie 5G und Cybersecurity am Werk. Also meiner Meinung nach eine gute Ergänzung für dieses Depot. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wie gesagt, ich schaue, dass die Aktien aus verschiedenen Branchen sind und auch bei den Auszahlungsintervallen habe ich geschaut, dass man jeden Monat schon ein Dividendeneinkommen hat mit diesem Kernportfolio an Dividendenaktien. Außerdem habe ich natürlich immer darauf geachtet, dass die Ausschüttungsquote nicht zu hoch ist und wie viel dann dieses Depot am Ende abwirft pro Jahr, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Doch vorher kommen wir noch zur Aktie Nummer 5 und das ist die Aktie von Procter & Gamble, einem riesigen Konsumgüterhersteller aus den USA. Ich meine, Procter & Gamble, die Marken benutzt wahrscheinlich jeder von uns. Sie sind global vertreten, machen wirklich in fast allen Ländern dieser Erde Umsatz. Also das ist wirklich ein klassischer Dividendenaristokrat, der seit 65 Jahren die Dividende jedes Jahr steigert. Die Wachstumsrate in den letzten 5 Jahren lag dabei bei 4,26% und in den letzten 10 Jahren bei 5,24%. Die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow ist mit 51% auch sehr solide. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,55% und ausgezahlt wird in den Monaten 2, 5, 8 und 11. Wie viel Dividende würden wir in einem Jahr bekommen, wenn wir wirklich 10.000 Euro in jede dieser Aktien investieren würden? Von British American Tobacco würden wir 763 Euro Dividende bekommen, von der Münchner Rückversicherung 408 Euro, von Johnson & Johnson 238 Euro, von Cisco Systems 282 Euro und von Procter & Gamble schlussendlich nochmal 255 Euro. Somit würden wir in Summe auf Dividendeneinnahmen von 1.946 Euro kommen. Bitte beachte, dass es sich hierbei um Bruttoeinnahmen handelt. Du musst davon noch die Kapitalertragssteuer, gegebenenfalls Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag abziehen. Das wäre meine Auswahl an Dividendenaktien für den Kern eines Dividendenportfolios. Was wäre eure Aktienauswahl? Schreibt mir doch mal die 5 Aktien, die 5 Dividendenaktien, die ihr auswählen würdet, in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Und was haltet ihr von den Aktien, die ich hier ausgewählt habe? Dazu dürft ihr gerne auch mal einen Kommentar da lassen. In Summe würden wir mit diesen fast 2000 Euro Bruttodividende, also auf eine Bruttodividendenrendite von fast 4% kommen, was meiner Meinung nach schon ordentlich ist. Und dabei habe ich immer darauf geachtet, dass die Ausschüttungsquote noch in einem guten Verhältnis ist. Schaut gerne auch bei meinen anderen Videos vorbei, Leute, zum Beispiel in meiner Analyse-Playlist. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.